Ich habe heute den Lesemonat Oktober 2016 für euch und der ist eigentlich ganz gut ausgefallen, obwohl ich nicht alles von meinem One-to-Read geschafft habe, aber ja, wann schafft man das schon? Eigentlich fast nie. Deswegen bin ich eigentlich ziemlich zufrieden, denn ich habe ganze 10 Bücher gelesen, 3 Hörbücher gehört, 2 Mangas gelesen und eine Kurzgeschichte mit sage und schreibe 2 Seiten. Wow, ist das viel. Aber ich wollte es auf jeden Fall hier erwähnen, deswegen habe ich es dazu gerechnet. Ich habe an den 10 Büchern und den 2 Seiten der Kurzgeschichte waren das 3696 Seiten, die ich gelesen habe. Und das waren pro Tag ungefähr so 119 Seiten. Das finde ich ganz in Ordnung, finde ich okay, ist gut gelaufen. Von den Sternanzahl war das auch ganz gut. Ich sehe hier ziemlich viele 4 Sterne. Vom Durchschnittssterneanzahl wären das 3,7. Das macht einen ziemlich guten Monat. Obwohl ich 3 Bücher habe mit 2,5 Sternen, die damit dann auch meine Monatsflops sind. Aber dazu komme ich dann, wenn sie dran sind. Ja, und das war's. Fangen wir an mit den Hörbüchern, glaube ich, weil als allererstes hier steht hier auch ein Hörbuch und zwar war das erste Hörbuch, das ich beendet habe, Elias und Laia, die Herrschaft der Masken heißt der erste Band, glaube ich, von Sabata hier. Das waren 936 Minuten und leider hat es mir nicht so gut gefallen. Es hat 2,5 Sterne von mir bekommen, ist damit, wie gesagt, eins meiner Monatsflops eher. Ich fand es zu. Ich weiß nicht, es war zu überhyped. Ich habe einfach zu viel erwartet und im Nachhinein war es einfach so meh. Ich mochte dieses ganze Liebes-Dreiecks-Vierecks-Ding nicht, was auch immer die da hatten, was irgendwie nicht im Vordergrund stand, aber trotzdem ständig da war und es hat mich einfach nur aufgeregt, weil ich mehr über die Welt und die Geschichte erfahren wollte und ständig nur diese blöden Gefühle von denen hatte, die irgendwie keinen Sinn ergeben haben, weil es heute für den einen die Gefühle da sind und morgen für einen vollkommen anderen und dann, ach, ich mochte das nicht. Ich mochte die Logik nicht, da gab es irgendwie keine Logik, weil ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich habe es verstanden, wer zu wem gehört und wer mit wem befreundet ist, bla bla bla. Und dann gab es so eine Situation, wo alles vollkommen auf den Kopf stand, wo es einmal hieß, nee, ich vertraue dir doch nicht und ich gehe lieber mit dem mit oder der ist mir irgendwie wichtiger und ich dachte mir so, was? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Versteht ihr, was ich meine? Ich fand es nicht sonderlich logisch in seiner inneren Welt und die Charaktere mochte ich auch nicht, weil die immer mehr so das typische Jugendgefühle-Ding gefahren sind und irgendwie nicht so richtig auf die Ernsthaftigkeit ihrer Situation eingegangen sind und ich weiß nicht, waren auch nicht unbedingt die Schlauesten, vor allem das Mädchen Elaya, genau, die war ziemlich naiv und ich weiß nicht. Es hat mich einfach nicht so gepackt und irgendwie habe ich auch überhaupt nicht das Bedürfnis weiterzuhören oder zu lesen. Von daher war leider nicht meins, aber jedem, dem das gefällt, bitteschön, kann ich irgendwie auch verstehen, weil die Idee an sich ist echt ganz gut. Dann die anderen Hörbücher schiebe ich da schon mal hinterher. Zum einen war das Jetzt Baby von Julia Engelmann, ist der dritte mittlerweile Band mit ihren Poetry Slams. Das habe ich auch rezensiert, hat auch nur 1 Stunde ungefähr. Also, wo habe ich es denn? Da hat 73 Minuten, also 1 Stunde und 13 Minuten, und hat von mir 4,5 Sterne gegeben, obwohl ich Lyrik und Gedichte ja nicht gerne Sterne gebe. Deswegen, ihr nehmt das mit Vorbehalten an. Mehr dazu in der Rezension, die verlinke ich euch auf jeden Fall in der Infobox und in der Infocard. Und als letztes habe ich sogar noch geschafft, dieses Hörbuch zu beenden, und zwar ist das von J.R.R. Martin, Band Nummer 3 von, nein, 2, Band Nummer 2 von Das Lied von Eis und Feuer, Das Erbe von Winterfell. Als Hörbuch mal wieder, ich höre auch mittlerweile schon den dritten Band, und ja, gefällt mir ganz gut, hat 3 Sterne von mir bekommen für seine 1011 Minuten. Ist ein bisschen spannender geworden als der erste Band, weil es hier ja auch zum Ende der ersten Staffel ungefähr ging, also die Ereignisse, die da vorkam. Allerdings muss ich sagen, dass die hier nicht so unbedingt so toll dargestellt waren im Buch. Vor allem ja die eine Stelle am Ende der 9. Episode. Alle, die es gesehen haben, wissen jetzt, was ich meine. Wurde hier nicht so richtig erzählt, weil der Autor wahrscheinlich nicht wollte, dass es dieses traumatische Ereignis irgendwie so richtig dargestellt wird. Aber man wusste schon, was passiert ist. Ich wusste es ja sowieso schon von der Serie, aber ich hätte da mir mehr Dramatik in der Szene gewünscht. War zwar einiges, aber
so da halt nicht so richtig beschrieben. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Aber es ist okay, ich höre jetzt weiter. Jetzt kommen ja auch noch mehr Charaktere dazu. Und ja, bin mal gespannt, inwiefern sich das jetzt von der Serie entfernt, so langsam. So, dann noch die Mangas schnell hinterher und dann können wir zu den Büchern kommen. Ich habe zwei Mangas, wie gesagt, gelesen. Und zwar war das Kleine Katze Chi Nummer 5 und 6. 6 habe ich auch noch hier, sieht so aus. Von Konami Kanata. Dazu muss ich nicht viel sagen. Es ist halt so eine süße Katzengeschichte für zwischendurch. Halt ganz niedlich. Alles koloriert und so. Hat man halt schnell durch. Ich finde nur den Preis ein bisschen happig. Für 10 Euro halt die paar Seiten. Ja, ist ganz koloriert. Kann man auch irgendwie verstehen. Aber ich würde das jetzt nicht bezahlen. 10 Euro. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich es aus der Bibliothek ausleihen kann und so lesen kann. Und jetzt kommen wir zu den Büchern. Und zwar angefangen hat mein Monat mit einem Bibliotheksbuch, was ich jetzt auch einblenden muss. Und zwar war das Liebe verrät von Rebecca Donovan. Das ist der dritte und letzte Band dieser Trilogie. Hatte 506 Seiten und hat nur noch 3 Sterne von mir bekommen. Ich glaube, die Reihe ist immer so ein bisschen weiter, ja, von der Sternanzahl bei mir ein bisschen weiter runtergegangen. Aber es ist gar nicht so schlimm, weil ich finde den Schreibstil von der Autorin immer noch total toll. Ich mochte nur nicht, in welche Richtung sich die Protagonistin entwickelt hat und in welche Richtung sich die Geschichte entwickelt hat, weil ich finde, dass es sich immer mehr in dieses typische Jugend-Liebesgeschichten, Probleme-Ding abgedriftet ist. Und es war halt so. Ja, nicht, das meiste war nicht so unbedingt meins, weil es so Probleme waren, die irgendwie künstlich aufgebauscht wurden, die ich schon nachvollziehen konnte, aber ich mochte es einfach nicht, dass sie sich halt ständig irgendwelche Sachen eingeredet hat, die eigentlich überhaupt nicht der Fall waren oder die hätten, oder die man halt ganz leicht hätte lösen können und das hat sie einfach irgendwie nicht gemacht und weiß ich nicht, war einfach nicht meins. Vielleicht interessiert sowas manche und die können das dann besser nachvollziehen. Ich weiß es nicht. Ich hätte es mir auf jeden Fall in einer anderen Richtung eher gewünscht. Aber gut, war in Ordnung und das Ende war dann okay und deswegen hat es 3 Sterne bekommen. Aber ja, von der Geschichte her hätte ich mir lieber was anderes gewünscht. Aber jedem das seine. Manche mögen das eine, manche mögen das andere und das war jetzt nicht so ganz meins. Dann zu der Kurzgeschichte, die nur 2 Seiten hat. Die verlinke ich euch auch in der Infobox. Die gibt es im Internet. Das ist nämlich The Egg, ich denke mal auf Deutsch das Ei, von Andy Weir. Das ist der Autor von Der Marsianer, was ich ja nicht gelesen habe. Aber ich wollte diese Kurzgeschichte lesen, weil ich die interessant fand. Die hat nämlich Nikki von Oh Why So Sad in einem ihrer Videos vorgestellt. Und ich fand es ganz interessant, wie gesagt, hatte auch nur 2 Seiten, deswegen dachte ich mir, lese ich es mal schnell durch. Es geht nämlich um einen Mann, der ist gestorben und der erwacht im Himmel oder im Jenseits oder irgendwas und redet dann über Gott, nein, redet dann mit Gott über die Welt und was der Sinn des Lebens ist. Und ich fand es ganz interessant, was am Ende rausgekommen ist, was diese Idee hinter dem Ganzen ist von Andy Weir. Das fand ich echt irgendwie schon philosophisch, aber auch total interessant. Ich hätte mir auch gerne mehr dazu gewünscht. Aber ja, war auch so cool und konnte man gut auch drüber nachdenken im Nachhinein. Deswegen verlinke ich es euch. Ich habe es auf Englisch gelesen, aber da gibt es auch so eine Tabelle oben. In allen möglichen Sprachen kann man sich das anklicken und dann durchlesen. Das heißt, auf Deutsch gibt es das auch. Ich weiß noch nicht, wie gut das übersetzt wurde, aber ja, lesen könnt ihr es auf jeden Fall. Und hat 4,5 Sterne von mir gekriegt für die 2 Seiten, die es hat. Mit meinem absoluten Monatshighlight machen wir weiter. Was war das? So wie die Hoffnung lebt von Susanna Ernst, habe ich total geliebt. Hat für seine 478 Seiten 5 Sterne bekommen. Ich habe das letzten Monat eigentlich schon begonnen, wollte es auch beenden. Also vorletzten Monat, also im September. Habe es aber nicht geschafft, war irgendwie zu chaotisch und habe es deswegen Anfang Oktober beendet. Und es war toll. Es war total toll und es hat irgendwie auch, war ich auch froh, dass es mich ein bisschen länger begleitet hat, weil ich die Geschichte einfach so liebe. Ich liebe diese Charaktere, die überhaupt nicht klischeehaft sind oder überhaupt nicht das Typische, sondern alle total einzigartig waren. Und ich habe diese Geschichte geliebt mit dem Schreibstil, was für eine Welt die Autorin erschaffen hat. Und ich habe es einfach nur geliebt. Schaut in der Rezension vorbei, da schwärme ich noch ein bisschen mehr. Und dann könnt ihr vielleicht auch besser nachvollziehen, wieso ich es so toll fand.
Ja, ich würde auf jeden Fall mehr von der Autorin lesen, da bin ich mir ziemlich sicher. Das nächste Buch, dazu existiert auch eine Rezension, die verlinke ich euch ebenfalls. Die Tage, die ich dir verspreche, von Lily Oliver, hatte 363 Seiten und hat 4,5 Sterne von mir bekommen. Fand ich auch gut. Also nicht ganz so gut wie das andere, aber auch ganz gut. Es ist so eine kleine Mogelpackung, würde ich sagen, denn das Hütchen so nach Drama aus, vielleicht so. Ja, irgendwas total Schweres und Runterziehendes. Das hat es auch in sich, weil es geht ja auch um Gasspende und so und um Todesfälle. Dadurch, dass halt Leute nicht rechtzeitig ihre Organe kriegen. Aber es hat auch was ganz Leichtes an sich und es ist meiner Meinung nach so mehr ein New Adult-Roman als wirklich ein richtiges Drama. Und ich finde, das Cover spiegelt das nicht so unbedingt wider. Deswegen guckt in der Rezension vorbei, da erzähle ich euch mehr dazu. Aber es hat mir echt gut gefallen. Das nächste wäre wieder ein Rezensionsexemplar. Die Rezension verlinke ich euch wie alle. Ich glaube, das muss ich nicht mehr sagen. Und zwar ist das To All the Boys I've Loved Before von Jenny Han. Das hier ist ein sehr gehyptes Buch und ja, das konnte es bei mir irgendwie nicht einhalten. Ich weiß nicht wieso. Es hat 350 Seiten und hat von mir letztendlich nur 3 Sterne gekriegt, obwohl 3 Sterne ja auch eine ganz gute Bewertung ist. Aber ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, da weiterlesen zu müssen. Vielleicht habe ich zu viel erwartet, ich weiß es nicht. Aber es war für mich einfach nicht das, was es versprochen hat, nicht das, was ich mir davon auch versprochen habe. Und es war einfach zu durcheinander, zu viel so Sachen, die irgendwie nicht zum Plot dazugehört haben und der richtige Plot ist dann mehr in den Hintergrund gerückt und irgendwie war das seltsam mit diesem Buch, aber es war nicht so richtig, dass es mich vom Hocker gehauen hätte oder dass ich da irgendwie mit involviert gewesen wäre, weil ich habe es einfach gelesen und dachte mir, ja, okay, ist jetzt halt so, aber es war nichts, wo ich dachte, oh, ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Versteht ihr, was ich meine? Mehr dazu in der Rezension dann. Das nächste Buch war auch ein Bibliotheksbuch und zwar war das wieder ein Ende einer Trilogie. Und zwar Silber 3, das dritte Buch der Träume von Kerstin Gier, hatte 458 Seiten und hat leider nur 2,5 Sterne von mir bekommen. Damit ist es auch eins meiner Monatsflops quasi, weil es die wenigste Sternanzahl bekommen hat. Es war einfach auch wieder so wie der zweite Band irgendwie unnötig. Es war einfach unnötig. Ich meine, man hätte es bei einem Band lassen können, finde ich, bei dem ersten. Und es hätte wunderbar als Einzelband funktioniert. Ich weiß nicht, wieso man Band 2 und 3 noch hinterherpappen musste, obwohl da nichts passiert ist. Ich fand das, eigentlich müsste man im dritten Band ja erwarten, dass da so ein großes Finale kommt, wo noch ganz viele irgendwie Geheimnisse aufgedeckt werden und wo es noch ganz zum Kampf kommt oder irgendwas Spannendes passiert. Aber ist es nicht. Es war so wie ein Luftballon, das hat immer so immer mehr aufgeblasen, aufgeblasen und man dachte, gleich platzt er, gleich platzt er. Und dann ist einfach die Luft wieder rausgegangen und fertig. Und man dachte so, das ist alles? Wozu habe ich das Ganze gelesen, wenn das hier schon alles sein soll? Es war einfach enttäuschend. Es war leider einfach furchtbar enttäuschend und ich weiß nicht, was Kerstin Gier hatte mit dieser Trilogie. Ich meine, die Edelstein-Trilogie war echt toll und sie hat das wirklich durchdacht und man hat gemerkt, dass sie es durchdacht hat und schon wusste, wo was passieren muss und am Ende gab es auch den großen Knall und es war einfach gut. Und Silber war es einfach nicht. Da hatte ich so das Gefühl, sie hatte eine tolle Idee, das mit den Traumtüren, wusste aber nicht so recht, was sie damit anfangen sollte und dann hat irgendwie vielleicht der Verlag oder so Druck gemacht und meinte, du musst es jetzt herausbringen und dann hat sie halt irgendwie was hingeschrieben. Vielleicht war es einfach der Zeitdruck, ich weiß es nicht. Es war leider sehr, sehr enttäuschend. Kommen wir zum nächsten Buch. Und das war ein Buch, das mich da im Gegenteil eigentlich nicht enttäuscht hat. Ich fand es ganz gut. Und zwar war das Flawed. Wie perfekt wirst du sein von Cecilia Ahern. Ich hatte ja auch hier die Angst, dass es ein bisschen zu behypt ist und dass ich deswegen dann vielleicht zu viel erwarte und es nicht so ganz mag. Ist mir ja, wie gesagt, in letzter Zeit öfters passiert. Habt ihr jetzt ja auch schon in diesem Video bei einigen Büchern gesehen. Aber hier war es nicht der Fall. Es hat letztendlich für seine 461 Seiten 4 Sterne bekommen. Und ja, die volle Rezension verlinke ich euch. Da erzähle ich auch sehr viel mehr. Aber ich fand's gut. Ich fand's mal wieder eine super Dystopie, die einen mitgenommen hat und die einen auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat und wo die
Protagonistin nicht total klischeehaft und naiv ist und irgendwie die ganze Zeit nur einem Typen hinterherrennt, weil sie ihn total heiß findet, sondern es war auch eine, die sich weiterentwickelt hat und über die Gesellschaft und über sich selber in dieser Gesellschaft nachgedacht hat und überlegt hat, wie kann man das irgendwie alles besser machen. Und das fand ich gut. Das hat mir gefallen und ich bin jetzt gespannt auf den zweiten Band, der jetzt auch im November rauskommt. Was ist denn das nächste? Das nächste ist auch wieder ein Rezensionsexemplar und ich habe es als zwei Bücher gewertet, weil es ja auch eigentlich zwei Bücher sind. Das ist nur in einem Sammelband zusammen. Also ich hoffe, es ist okay, dass ich es als zwei Bücher gewertet habe. Und zwar ist das Teamwechsel von Anna Catmore, beziehungsweise Band 1 und 2 der Grover Beach Team-Reihe von Anna Catmore eben. Band 1 ist Teamwechsel, Band 2 ist Ryan Hunter, This Girl is Mine heißt das Buch, glaube ich. Und die beiden sind eigentlich ziemlich dünn. Also das erste Buch hat so um die 115 Seiten. Also Teamwechsel und Ryan Hunter hatte um die 184 Seiten. Und Teamwechsel hat 4,5 Sterne von mir bekommen, Ryan Hunter dann nur noch 4 Sterne, weil es halt einfach dieselbe Geschichte ist, nur aus männlicher Sicht. Es hatte sich so ein bisschen weiterentwickelt. Man hat an dem Schreibstil gemerkt, dass die Autorin halt durch den ersten Band und so ein bisschen mehr Erfahrung hatte und es war auch ein bisschen mehr Fleisch dahinter quasi, weil man mehr Hintergrundinformationen gehabt hat und es war halt insgesamt ein bisschen länger, sodass man halt auch mehr hineinversetzt wurde und es nicht alles so arg schnell ging wie bei Teamwechsel. Aber man wusste halt, was passiert und wie es ausgeht. Von daher war es dann nicht mehr ganz so emotional und mitnehmend wie Teamwechsel. Aber ich fand beides cool. Es ist so eine süße Liebesgeschichte für zwischendurch, wenn man mal was Niedliches braucht, was einen so ein bisschen entführt, aber einen jetzt nicht zu sehr in Anspruch nimmt, dann ist das ein gutes Buch. Und ja, mehr dazu in der Rezension, die jetzt auch online sein dürfte. Bisschen durchatmen und zum nächsten Buch kommen. Und zwar war das ein Buch, das ich zusammen mit der lieben Nina und zwei weiteren Mädels gelesen habe und das mir leider nicht sonderlich gefällt. Hier ist wieder dieses Ding zugeschlagen, wo das Buch eigentlich total gehypt ist und alle es lieben, nur ich nicht. Und zwar ist das Plötzlich Fee Sommernacht von Julie Kagawa. Das ist das erste Buch von Julie Kagawa für mich. Und in dieser Reihe auf jeden Fall der Plötzlich Fee-Reihe auch das letzte, denn ich habe nicht vor, diese Reihe weiter fortzusetzen. So furchtbar war es jetzt nicht, aber ich habe auch keine Lust, das weiterzulesen. Das hat 4,5 Sterne gekriegt für 495 Seiten. Was war mein Problem mit diesem Buch? Die Charaktere waren alle 0815. Wirklich, alle 0815, abgesehen vielleicht von Grimm, aber der hat mich einfach sehr, sehr stark an die Grinsekatze aus Alice im Wunderland erinnert. Allgemein hat mich sehr, sehr viel hier drin an Alice im Wunderland erinnert, obwohl ich Alice im Wunderland nie gelesen habe, aber man hat es schon gemerkt, dass es sehr stark da angelehnt ist. Ansonsten, die Geschichte an sich könnte eigentlich ganz in Ordnung sein, auch wenn es jetzt nicht super innovativ gewesen wäre, aber es war in Ordnung. Nur das Gestricke hat mich furchtbar genervt. Vor allem am Anfang und später wurde es besser, weil es dann mehr an so relevante Dinge ging, die zum Ende halt geführt haben. Aber am Anfang hat man das total gemerkt, dass sie einfach nur jede paar Schritte über irgendwen, über irgendein Feenvolk oder sonst was gestolpert ist, die sie jetzt angegriffen haben oder die sie eingesperrt haben oder sonst irgendwas mit ihr gemacht haben, nur um das Buch zu strecken. Es hatte einfach keinen Sinn in dieser Geschichte, vielleicht um diese Welt darzustellen und wie viele verschiedene Wesen in dieser Welt leben, okay, aber da hätte man nicht so viele random Feenwesen einbauen müssen, die alle jetzt wissen, wer sie ist oder die alle einfach nur irgendwas von ihr wollen und wie klein ist bitte schön dieses Nimmernie, wenn sie bei jedem fünften Schritt über irgendein Volk stolpert, die sie jetzt angreifen wollen oder die irgendwas von ihr haben wollen. Das hat mich so genervt, dass es immer wieder dasselbe war und nichts davon irgendwie eine Bedeutung für die Geschichte hatte. Hat mich total genervt. Ich glaube, ich habe auch die Mädels in der Leserunde total kirre gemacht, weil ich diejenige war, die das am schlechtesten fand, also die anderen fanden es vor allem am Anfang auch nicht sonderlich gut. Die waren dann eher gegen Ende mehr begeistert, obwohl sie alle auch nicht total
es sie nicht vom Hocker gehauen hat. Aber ich war dann diejenige, die immer irgendwie rumgemeckert hat, weil es hat mir einfach nicht gefallen. Ich fand, es hat einfach sich nur gestreckt und ich wollte es einfach nur vorbei haben und war dann froh, als es vorbei war. Es war jetzt nichts in der Geschichte, das mich total mitgenommen hätte, dass ich jetzt dachte, yay, das ist total interessant, ich will weiterlesen oder was ich total gemocht hätte. Wie gesagt, die Charaktere waren alle 0815, die Geschichte war in Ordnung, aber auch total bekannt. Es hat sich total gestreckt. Die Autorin schafft es anscheinend immer wieder. Ich habe es ja öfter gehört, dass sie einfach nur fette Bücher schreibt um des fette Bücherschreibens willen und nicht, weil die Geschichte so viel Platz bräuchte. Und ja, es hat mich einfach frustriert. Das ist so schade. Weil 2,5 Sterne hat sie ja bekommen, die Autorin. Man merkt es total, dass die Autorin Fantasie hat und dass sie eine tolle Geschichte draus machen wollte und hat viel einbauen wollte und so. Man merkt, dass es eigentlich, ja, so vor Fantasie und so strotzt, dass es eigentlich gar nicht so schlecht ist. Der Schreibstil an sich ist auch nicht so übel, kann man halt ganz gut lesen. Aber es hatte so viele Punkte, die mich einfach irgendwie angenervt haben, dass ich da am Ende einfach nur froh war, durch zu sein. Und ich glaube, das war es auch erstmal mit mir und Julie Kirk, aber vielleicht irgendwann werde ich Talon eine Chance geben oder so, aber die Feenreihe habe ich jetzt echt keine Lust, es weiterzulesen. Und das letzte Buch, bevor das Video jetzt total lang wird, war, und habe ich endlich beendet, habe ich nämlich den ganzen Monat und den vorherigen Monat ja schon gelesen. Winter is Coming, die mittelalterliche Welt von Game of Thrones von Caroline Larrington, hatte nur 284 Seiten. Trotzdem habe ich so lange dafür gebraucht, weil ich ja jeden Tag nur ein paar Seiten gelesen habe. Und hat 4 Sterne von mir bekommen. Dazu gibt es eine Thementour, die verlinke ich euch. Ich denke mal, jeder, der irgendwas mit Game of Thrones anfangen kann und irgendwie daran interessiert ist, was, wie die Geschichte vielleicht auf der realen Geschichte basieren könnte und welche Charaktere vielleicht wirklich mal existiert haben, so in der Art. Der ist damit echt gut beraten. Der Schreibstil ist echt locker und schön und kann man echt schnell lesen, obwohl es ein Sachbuch ist quasi. Ihr seht, wie viel ich da auch angemarkert habe. Es sind so Sachen aus der Serie, also aus Game of Thrones, die ich selber gar nicht so richtig mitgekriegt habe oder die ich nicht richtig gesehen habe oder die nicht richtig dargestellt wurden, wo halt neue Informationen für mich drin gesteckt haben. Und das ist auch schon mal etwas wert. Könnt ihr mal in die Leseprobe reinlesen, falls es euch dann interessiert, es kaufen oder so. Ich fand es auf jeden Fall total informativ, total interessant, habe ich gerne gelesen und hat mich, wie gesagt, länger jetzt begleitet und das nicht ungerne. Deswegen hat es ja auch 4 Sterne bekommen. Und damit war es das jetzt auch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie doof ich doch bin, weil ich plötzlich Fee und Elias und Laia nicht mag. Aber es ist nun mal leider so. Jedem das seine, wenn ihr es toll findet, ist gut. Könnt es ruhig toll finden, nur ich finde es nicht so toll. Dafür finde ich andere Sachen toll und jeder ist da anders. Das ist doch auch gut. Sonst schreibt mir auch andere Sachen gerne in die Kommentare, was ihr so gelesen habt und was euer Monatshighlight war. Das würde mich auch interessieren. Oder was ihr so über meine Bücher findet, ob ihr was davon schon gelesen habt und so weiter und so fort. Schreibt sie mir in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bye, Leute.